So, und los geht's. Hey Leute. Ja, wir machen hier Hallo. bei Dragon Saga weiter. Genau, unser lieber Firebreak hier, der hat auch noch eine Stimme. Den kann man jetzt auch endlich hören. Na, endlich mal. Hat ein bisschen gedauert. Ja, der Liebe hat mir auch tolle Geschenke gemacht. Und so hat er mir hier diesen, ja, diese schönen Flügel-Muffler geschickt. Gesendet, getauscht, was auch immer. Die können wir aber erst ab Level 53 benutzen. Aber ich bin froh, dass er mir das gegeben hat und bedanke mich nochmal. Ich habe es auch sehr günstig im Shop bekommen, so ist es ja nicht. So, ich packe das mal erstmal hier alles schön in meine Vault rein. Den plus 5 Dark Crossbow, den lege ich da auch erstmal rein. Wir haben ja jetzt unseren Lava-Dings. Lava Crossbow. Und der gibt uns ein bisschen mehr Attack drauf und deswegen behalten wir den auch. So, wir waren einmal in F7 drinne und ihr seht ein ganzes Level wieder hoch, also das geht ruckzuck hier mit den paar XP-Pots. Und wir wollen weiter questen, wir haben nämlich drei Stück neu bekommen. Und die können wir alle. Oh nein, Fungoid Village, da fängt das jetzt alles an. Boah, das Aber ist es gibt noch krass. die Kundara-Quests. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, das war sehr lästig, diese Questreihe zu machen. Das ist. Ja, die Questreihe, das war ja in den Pinecone Hills, ne? Ja. So, ich gehe jetzt mal God Sanctuary. Ich repetiere mich daher. Zack, 2 Gold, den erstmal weggeschmissen. So, ich muss noch gerade die Quest von dem Pferd hier annehmen. Der will natürlich wieder persönliches Gespräch haben, statt das alles hier. Ja, ist wirklich. Das ist auch das Nervigste hier. Ja, die wollen es immer wissen. Naja, egal. Der will einfach nur, dass ich diesen alten Mann im nächsten Dorf treffe. Was bei mir jetzt nicht mehr abstürzen wird, da ich jetzt einmal drinne war. Hab vorgesorgt. So, ich muss jetzt Viecher töten. Web Welche Family genau? Dinger, also diese komischen Frösche hier. So. Alles platt. Warte, habe ich ein Doppelschuss drauf? Ja. Rabbit. Rabbit. So, hier oben sind noch welche. Rabbit. Weg mit denen. So, 10 von 20 habe ich schon. Es geht echt ruckzuck. Weißt du, dass dieser Hellkrautzer einen einfach nicht vertraut, ne? Man hat schon so viel für den Ja. gemacht, ne? Und hilft dem und hier und da und dann. Ne, du musst erstmal noch diese ganzen Tests hier bestehen, damit ich dir vertrauen kann, damit du in diesen Dungeon rein darfst. So lächerlich. So, zwei Stück Boy noch. Er ist ja noch relativ großzügig. Da ist noch einer, der Ja, möchte immerhin ein lässt er bisschen mich rein. mehr. Ja, oder das. Schafft das alleine nicht, aber lässt keine Hilfe zu. So, 1% habe ich gekriegt von dem. Boah, ich frage mich gerade, schaffen wir das überhaupt? Fire Patrol. Da werden wir wahrscheinlich wieder Leute für anheuern müssen. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe einmal versucht, alleine zu machen und ich habe gut auf den Sack bekommen. Ja, auf jeden Fall, vor allem wenn man diesem einen Arm nicht ausweichen kann. Genau. Und dann kommt noch von Mutisha selber immer irgendein Skill, der dich komplett bis ans Ende der Map verfolgt und das ist auch einfach so tilted. Mann, Genau, ey, daran was bin hier ich mit auch einem Hit gestorben. alles dauert und ich muss hier mit Skills arbeiten. Ja, da ist aber das Problem, wenn ich zum Beispiel F1 raide, dann bekomme ich immer nur ein F und bekomme gar nichts raus. Ach so, Nur ich viel. immer schön mit Da meinem müsste ich Triple eigentlich. S. Ja. Das ist der einzige Nachteil. Ja, aber dafür kannst du. Ach, stimmt. Ich müsste dann rein theoretisch halt 3 Karten nehmen, also 3 Maps spielen, Ja, aber aber das ist ja das auch dauert einfach lästig, ne? lange. Ja. Und selbst da kann es ja vielleicht ein A oder Ich kann mich sowas. noch erinnern, wie wir damals beim alten Dragonika Gold gesammelt haben auf Level 70. Wir haben immer diesen Eisdrache Freonos komplett Ja. durchgerusht, die ganze Zeit. Und dann einfach alle Waffen und Ja, du musstest ja hier viele Maps Oberteile nehmen, weil verkaufen. alle einfach zu viel Damage gemacht haben. Und wenn du selber nicht hinterherkommst, dann hast du natürlich scheiß Bewertung und kriegst keine Setteile, ne? Da war man dann wirklich immer auf DPS aus und Fast Kill, Fast Run und alles. Und da war man dann als Bogenschütze immer um einiges voraus, wenn man da schnell Flächenschaden anrichtet. So, es sind nicht mehr viele von den Glühwürmchen.
drei Stück noch. Oh, mir ist irgendwie immer noch ziemlich kalt, ey. Du wohnst doch nicht in Ich hab. Alaska. Wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet, aber. Ja. Ich habe bei diesem Event jetzt so viel Schrott im Inventar, was ich einfach nicht wegschmeißen kann, weil ich Ja. dafür so viel Garde müssen ausgegeben habe, aber auch nicht So. verkaufen möchte, weil es nicht zu günstig ist. Jo. Oh. Ich spreche mit dem Boss persönlich. Als ob. Der will jetzt, Hat er dass die ich Aram erlaubt? platt mache. Boah, endlich. Ich Boah, ich weiß noch, weiß nicht, ob wir Kunika. den schaffen zu zweit, ne? Ich hoffe es. Kunika versuchen es. Ja, lass mal versuchen. Wobei, hier steht einer oben. Kommst du Hallo. überhaupt rein? Ja, natürlich. Habe Weil ich man nur muss noch ja die alles Quest hier. gemacht haben dafür. Warte, welches Level hat der überhaupt? Ne, warte, jetzt habe ich dich. So. Ja, ich finde, die ist eh auch da. 57. Naja. Pass auf. Na Ich komm, weiß noch, probieren wir es mal. vor einer Woche habe ich hier einfach mal zwei dieser Aram-Babys bekommen. In einem Run. Jo, das ist krass. Aber was ich komisch finde, ich kriege immer nur diese Event-Teile, ne? Das heißt, ich kann nichts verkaufen, sondern das ist dann immer nur für einen selber. Und Warte, ich was meinst du profitiere gerade? irgendwie nicht davon. Ja, keine, das war irgendwie so ein Baby-Aram-Dings mit, wo einfach dieses Event steht dran, ne? Und Ach das so. kannst du nicht traden, nicht im Ja. Shop verkaufen, nichts. Das ist einfach nur für dich selber. Und das finde ich Ich schade, sehe. dass man damit keinen Money machen kann. Es gab ja dieses Easter-Event, da hat es ja funktioniert, da konntest du deine Set-Teile einfach verkaufen. Nein, ich werde getroffen. Ich war schnell genug. Nee. Nee, Alter, du rusht hier einfach durch. Das Lust, das Blöde ist, ich hab ein paar kleine Lags und Ach ja, da so. geht ein bisschen so Attacks mit Töten. Ja. Das habe ich aber auch irgendwo gelesen, zum Beispiel diese Pfeile, die ich hier in die Luft schießen kann, ne? Ja, Von das habe ich bei denen. meinem übertrieben. Ich schieße das Ding, Also ich der Mob fällt einfach meine, runter. ich habe gelesen, je mehr FPS man hat, desto mehr Schneller kommen schießt an, man. sage ich mal, ne? Wenn du dann mit so einem Ja. Scheiß, was weiß ich, Laptop von 1900 ankommst, da kommen keine Pfeile durch, ne? Man kann auch gar nicht mal laufen, man steht einfach nur in der Welt rum und ja. Ja. Aber ich benutze auch irgendwie kaum noch Sachen, um die Viecher in die Luft zu kriegen, weil die meisten eh zu fett sind, um überhaupt in die Luft zu kommen. Ach, dann ist Oh einer nein, wir haben abgelaufen. was übersehen. Und also. Okay. Ah, okay, ja. Oh, Alter. Spawn direkt vor mir. So, einer noch. Oh, du auch werde ich nur getroffen, du. Ja, wo die. Ich wurde mal gewonshottet von so einem Giftteil. Ich Ach hatte da so ein, so. ich hatte so ein richtig mieses Set mal an. Und dann bin ich da reingelaufen und ich kriege einfach irgendwie so viele Hits ab. Du wirst einfach die ganze Zeit gestaggert sozusagen, ne? Du kannst dich nicht bewegen in der Zeit. Bist einfach so zur Hälfte gestunt, ne? Kommst nicht weg und kriegst Hit ab und weiter und dann kannst du das Gift nicht gegenheilen. Oh, ich habe gerade Leertaste gedrückt, um nach oben zu schießen. Was? Ja, ich Huch, bin wo noch bin ich hin? Achso. diesen. Ja, hier, dieses Pfeil nach oben. Ich kenne die Map nicht Das. auswendig. Ja, Gatling Rush, mein stärkster Skill. Ich bin nicht stolz drauf. Ich weiß aber, man kann mit bestimmten Karten und so die Skills noch über Level 5 hinausbringen. Ja, ich weiß sogar, wo die sind. Ich habe aber null Ahnung, wie man das genau macht. Ich meine, man kann die bekommen, wenn man von diesem komischen schwarzen Brett, das in Libron so zum Beispiel steht. Wenn man da die Quests erfüllt, da kriegt man dann solche Karten. Also ich habe die in Galaxy gesehen. Da ist ein Hafen der Winde. Nee, also in der Luft, weißt du? Mann. Schon wieder. Aber weil ich mein Set halbwegs gut aufgewertet habe und auch noch eins habe, das viel Defense gibt.
Nein, oh, Alter, direkt in die Stacheln. So, also wieder Wochen. Oh, die Kopfhörer gehen gerade voll an die Ohrläppchen, Ich hab mal, also ich hab ja noch einen Warlock oder so hieß das, das war irgendwie einfach diese andere Magierklasse, ne? ja. Hast du einen? Wenn du da den Slow Heal aktivierst und dann noch diesen anderen Skill hast, der HP zu MP umwandelt, du brauchst nie wieder Pots. Das ist richtig abartig, wie gut der das einfach umwandelt. Deshalb habe ich glaube ich auch. NPC. Zu HP, ne? Kann ich auch einfach umwenden, Ja, genau. Slow Heal gibt HP über Zeit, aber ich meine, die andere Magierklasse, die hatte dann Oh. eben noch ja, den anderen Skill, dass du HP zu MP umwandeln konntest. Ach so, der G hier ist genau, genau das heißt, andersrum. du heilst dich die ganze Zeit und ziehst dann das Gehalt wieder ab, um Mana zu kriegen. Das heißt, du machst nur Plus sozusagen. Ja, krass. Ja. Hast du einen Warlock? Ja, ich habe einen auf knapp 40 oder so. Ich glaube, das hier wird dir gefallen, Moment, ne? Also ich war ziemlich angepisst, als ich das bekommen habe. Aber der Warlock, der ist auch kein guter Kämpfer, das ist eher nur so ein Support-Ding, ne? Ja, trotzdem. Ja, das ist geil. Einfach nur die Gegner einfrieren reicht. Und auch bei den Ja. Eissachen Frieren, das hat er immer massiven Schaden gemacht, weil das Ding einfach so groß war, ne? Da schickst du den Pinguin durch und das war's. Hey, der lebt ja noch. So. Alles klar. Ja, macht die prozentualen Schaden, diese Giftteile? Ich denke schon, also bei mir hat er 900 Schaden gemacht. Wow. Ne, ich habe nur 500 kassiert. Habe ich mehr Leben als du? Ich habe Also ich habe jetzt gerade fast. 7300. Ja, ich habe fast 6000. Was habe ich mehr Leben als du? Aber ich hätte auch 700 Leben mehr gehabt, wenn ich die alten Stellar-Ohrringe gehabt hätte, weil die gaben fast 1000 HP dazu. Krass. Boah, meine Apple-Kopfhörer drücken gerade voll ins Ohr, ne? Weil ich hab nur noch mein Headset noch drüber, wegen Game Sound. Richtig blöd. Alter, ey, ist schon wieder Oh reingerannt. ja, stark. Ach, guck mal, da ist der Gute schon, der wartet auf uns. Also sein kleiner Bruder. Sein kleiner Bruder. Ach du Scheiße. Der macht uns flatt. Kann ich rein? Hallo, lass mich rein. Oh, diese Portale. Okay. Ja, alles klar, zwei Hits, ey, regelst das schon. Ja, ich habe schon immer am Minimum hier gelebt. Na, Diese Treppe hallo? ist richtig behindert. Das hätten die mal irgendwie anders kodieren müssen. So. Lass mich drauf! Fuck! Ich das hasse. Hier an dieser Stelle bleibe ich dann meistens stehen, da die anderen sowieso schon clearen. Die Nein, anderen der hat sind mich schon. eingefroren. Scheiße. Ey, was soll das? Oh, das sah gerade richtig krank aus. Der Typ, der prescht. Der hat mich irgendwie zusammengequetscht mit seinen sechs Armen. Ach so, und dann ist sie Ja, festgehalten, da war ich einfach so ne? ein dicker Eisklotz. Ah, der mag so kuscheln, der Liebe. Das ist ein guter. Ich kann, glaube ich, geht das nicht, wenn ich einfach meine Apple-Kopfhörer einfach an PC schließe? Geht das, wenn ich bin mit dem Headset dann damit? Müssen wir alles Müssen nochmal wir nachher nochmal ausprobieren. probieren, wie das dann geht. Kann das dann nicht? Ja, war toll. Demnächst wollte ich ja die Videos hochladen mit den ganzen Kirschblüten-Sachen, weil da habe ich auch ein bisschen F1 gemacht. So mit dem Sushi-Mann und alles. Oh, Moment. Oh, jemand will uns joinen. Ja, dann wollen wir den noch mal annehmen hier. So,
Hi. So, ich hoffe, du hast das bald geregelt mit deinen Sounds. Wir sind, glaube ich, bald beim Ausgang. Hey, Husband. Was? The fuck? Was machst du hier für schmutzige Geschäfte, oder wie? Also ich kann dich noch nicht hören, falls du das gerade irgendwie fragst. Deshalb meinte ich ja, lass das lieber nach der Runde machen. Wenn wir das dann alles schön gechillt. So, fahren wir den mal. Ich weiß nicht, ob er uns jetzt hört. Naja. Was soll's? Ich hoffe, wir kriegen diesen Boss hier ohne Probleme platt. Da rennt er rum. Alter, der hat mir mächtig zugesetzt. So, warte. Was ist das für ein Kreis? Holy shit. Ich hab Schiss. Oh fuck, was macht er? Okay, der haut dahin. So, komm, down, 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 down. Drauf und drauf und drauf und der ist gleich weg. Oh Mann, ich kassiere wieder viel zu viel. Okay, die Kugeln haben mich nicht getroffen. Ja, first time geschafft. Okay, das ist gut. Alter. Ah, jetzt hört man dich wieder. So. Ich musste nur kurz weg. Komm wieder und auf einmal geht's los, Alter. Oh. So. Ja, du musst das schon so richtig sagen, weil. Ich dachte auch nur, das ist nur kurz so eine Frage, aber ja, musst du hier, mach mal kurz dies und das. Dann Okay. halt. Oh Mann. Ja. Hauptsache. Kriegt Handschuhe, ne? Yo! Na egal. Ah, by the Ich hab die way. Schulterplatten von dem. Ja, die habe ich schon zweimal. So, Quest hier, da, yo, siehst du? Quest abgeben. Okay. Kommt jetzt noch irgendwas? Hier, das ist Tatsache. diese. Mutischer. Hä? De noch mal killen oder was? Ja. Alright. Ja, keine Ahnung, da werde ich die Folge wohl ein bisschen länger machen müssen. Das ist deine Frau hier? Ja, also, Ach so. ja. Das war ziemlich lustig. Also, wir waren F7 und ich wollte mal schauen, wie es ist, wenn ich diesen Buff benutze, weil der so Ach da so, ist. ja. Buff dafür. Und dann habe ich noch gemerkt, ey, ich brauche diesen Erfolg. Ach so. Wegen Empirical.
Ja, dann ist das draußen entstanden. Ja, go, go, go. Weiter. Ach so. Ich dachte, du hast sie. Na, Sorry. mach dir keinen Stress, wir haben genug Zeit. Oh. Aber ich wollte nach der Folge wieder eine Pause machen, weil ich muss noch einige Sachen wieder erledigen. Wir haben ja so Hast du viel die Zeit am eigentlich? Anfang vertrödelt, weil wir ja irgendwie versucht haben, das Ganze mit TS hier zu regeln. Ich hätte gleich darauf kommen müssen, dass man das auch mit dem Handy machen kann. Ich auch. Ich selber habe ja auch Ja, TS du. auf dem Handy. Wenn ich dann einfach Computer ausmache und so und dann abends noch ein bisschen im Bett chill mit ein paar Freunden quatsch, ne? Ach so, und ja, die rennt einfach runter durch. Was, was, was? Die ist übertrieben schnell. Die rennt einfach durch, wenn du Ja, Cash boah, reinsteckst. Alter, fällt mir jetzt gerade ein. Ich finde es ein bisschen gemein, sie ist aber schneller als eine Spurmöwe. Ich meine, an sich, die Bogenschützen, die haben ja diesen Skill am Anfang, ne? Was? Increase Movement Speed by plus 50, aber mehr haben die auch nicht. Es ist am Anfang viel, aber letztendlich sind dann doch andere Leute schneller, die da mit ihren 100.000 Gold Equipment ankommen. Ich habe ja noch das hier. Moment, habe ich das auf dem Inventar? Nee, habe ich nicht. Diese komischen Schuhe für Level 1, die nochmal 10% Movement Speed geben, sind ja auch irgendwie übertrieben heiß begehrt, weil du da glaub, bis zu 25% Movement Speed nochmal drauf bekommen kannst. Okay. 30%. Ich möchte noch eine sagen, komm, lass Also mal ich finde, der gucken. Movement Speed, der reicht mir persönlich, ne? Meine ist ein bisschen zu wenig. Also ich Ja, ich muss meine, noch ein bisschen ich habe schneller ja sein. diesen Skill hier wegen Bogenschütze, ne? Deswegen reicht mir das jetzt schon. Stillmann. Stillmann. Weil Mach wenn den ich mal bitte da hin. sozusagen genauso Ach du. schnell bin mit normalem Laufen wie mit dem zweimal rechts und Jump, dann reicht mir das komplett. Genau. Noch schneller ist eigentlich schon zu viel. Und dann wäre dieses Springen wirklich unnötig. Kannst ja schneller laufen als zu springen. Ja, das Bei ist ihr dann ist auch es ja immer so. abartig, wenn man dann einmal so im PvP reinschaut, ne? Man macht so einmal diesen langen Jump, denkt so, ja, der ist entweder genauso schnell wie ich oder langsamer dadurch, ne? Der holt dich mit normalem Laufen ein und macht dich platt. Bin wieder wie einfach hinterher. Gar nichts machen. Au. Ich muss dann Oh, wieder mehr diese. Granaten werfen, das geht ja gar nicht hier. So. Eine Granate in der ganzen Folge geworfen, das reicht. Das reicht uns. Jetzt können Sie nichts mehr sagen. Du Ja, hast zumindest jetzt könnt ihr einmal nichts mehr sagen. angesetzt. Na, oh, fuck, Alter. Direkt wieder rein. Noch Mann, noch Mann. So schön zerhäckselt von dem, ne? Da ist nicht mehr wieder Waffen. Alles Also ich ist glaube, wieder weg. die Ninja-Klasse, die hat immer noch den größten DPS von allen. Da voller wegen kritischer Rat und alles. Das ist übertrieben. Du bist aber ein bisschen zu Die stark. haben dafür weniger sozusagen Ich weiß nicht. Overall Damage, was jetzt so große Massen angeht, ne? Da gibt es ja, glaube ich, nur zwei Skills oder so, die die machen können, um so große Wellen zu nehmen. Und das war's dann. Das reicht aber komplett aus, weil die sind ja alle schon nach 30 Sekunden wieder ready. Ja, schon, aber ich meine jetzt, wer da so ein Overlord antanzt, ne, der macht natürlich größere Wellen platt, ne, in der kurzen Zeit. Ja. Also wenn ich mal eine 55er Waffe habe, dann ist vorbei. Was, 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 wenn du 55 bist? Ja, wegen der Waffe. Ich hab einfach Was hast du da für für eine den. Waffe? Ach Auch so, für den Level hat es einen übertriebenen Magical Damage. Ah, du meinst die Also, Ma Magi Change Waffe, die es hier gibt, oder? nee, ich hab sie gerade in die Gruppe geschickt. Kannst du draufklicken, dann kannst du ja sehen, Weil wie ich habe noch viel irgendwo ein Magic Damage Aramsauge die hat. rumliegen und das wollte ich dann auch für die schöne Waffe benutzen. Wollte ich eigentlich auch, aber ich habe dann diese Waffe verglichen mit der, die ich benutzen möchte, und die Ach ist so, besser. ja. Jetzt habe ich auch zwei von den Dingen. Weil ich habe zum Beispiel mal verglichen mit jetzt nochmal mit dem Ninja die Waffe, ne? Diese 55er mit dem Aramsauge. Ja. Magi Change oder wie das auch heißt.
Mit dem, dass man nach der Job Change kriegt, ne? Das ist Ach genau so. gleich von den Stats. Und ich hatte halt bei der Magi-Change-Waffe bessere Stats erweckt, sozusagen, ne? Da war Agility und alles mit bei und beim anderen einfach Intelligenz. Und war dann klar, dass ich die andere behalte. Ach komm, das ist so krass hier. Ja, das ist Krebs, dieser Abschnitt. Er hat sich diesen Abschnitt überlegt. Ja, genau. Ich falle mal komplett runter. Dankeschön. Ich mache einen Hit daneben, die macht einen Hit tot. Jawohl, Na, seid ihr schon beim Boxen? ey. Dauert noch ein bisschen. So, ich hab's gerade geschafft. Jetzt kann ich auch dich Tor. Ja, das hat mir gefallen. Endlich. Brauchst du für dein Set So. nicht eigentlich auch diesen Hookers Head oder so? Den haben wir schon. Hast du schon? Ach so. Du meinst es diesen Mistelf, oder? Hä? Nein, nicht Mist Elf. Es gibt so einen Hut von Captain Hooker, den man aufsetzen kann. Ach, den. Ja, der gibt plus 20% Attack Speed. Also den suche ich auch schon seit ein paar Tagen. Also Verkauft keiner mehr, beziehungsweise. ne? Benutzen alle selber. Ja, das ist auch richtig krass. Aber da ist das Ding, dann verliere ich halt eben Ja, dann meinen Set-Bonus. Mit MP ist Recovery dann einfach so ein 100%. Slot weg für die Set-Teile insgesamt, ne? Wenn man da die Boni mit dem Sechser haben will. Da ist halt dann 100% MP Recovery weg. Das ist schon ziemlich viel. Wobei brauche ich das? Ich glaube, ich würde sogar auf 20% Speed gehen. Du hast doch schon genug Attack Speed, Mann. Ja, aber es ist noch nicht im Maximum, okay? Ach so, okay. Das muss sein. Okay, ich denke sogar, dass wenn ihr lags, alles auch irgendwie weggeht, aber hey. Nee, Mann, wieso Wer muss ich das kann, der Brett umdrehen, kann. wenn ich da hinlaufe? Ah, Mann. du wirst hier mindestens einmal getroffen. Hiervor brauche ich die meisten Pots im ganzen Dungeon. Da brauchst du gar nicht, ich heile schon einfach hoch. Ja. Oh, schon wieder, ey. So. So, jetzt bin ich durch. Hoffen. Ah, das benutze ich auch voll selten, aber das macht richtig krassen Damage, wenn so Ja, ich wenige Gegner da sind, weiß. so als Finisher immer, ne? Also so einzelne rauspicken Jo. und einfach so durchschnitzeln. Meine Waffe ist im Arsch. Was, deine Waffe ist im Arsch? Nein, die hat noch wie viel Prozent? Ja, 5, nicht Ding. Ja, reicht. Klapp, klapp. Okay, los. Jetzt bin ich dabei am Anfang. So, wir sind jetzt insgesamt bei einer halben Stunde schon. Das heißt, alles jetzt ist Überlänge und geht als Bonusmaterial für euch alle zugunsten drauf. Genau, seid froh. Genau. Seid froh, dass ihr mehr Zeit verschwenden dürftet. Und So wie machen der das eine nur, der weil es ihm sieben Spaß letztens. macht. Boah. Doch, doch, Der doch. kotzt mich immer noch richtig an. Weißt du, die ganze Zeit sagen klugscheißen, es gibt tausende Builds, die zeigen, wie man das am schnellsten macht. Das ist nicht richtig, was ihr macht, ne? Weil da einfach selber nur dumm rumstehen und nichts machen. Das ist so, als würde man gerade einen Speedrun Any Puh. Proton mit einem. Oh, warte mal hier, heilen. Na, Wo bist denn passt schon, du? passt schon. Ich heile mich hier die ganze Zeit mit meinen Pots. Ich glaube, ja, wenn du drauf gehst, kann ich dich nochmal wiederbeleben. Ach komm. Ja, Achso. komm, wollen wir nicht so sein. Ja, okay, dank Alter, das war echt viel. Okay. Ja, komm, Oh, die lässt. macht sich ja schon alleine hier. Ja, okay. Machen wir diesen Skill und Diese dann weg. Leute rasten Au. richtig aus. Boah, ich So. drücke mal die falsche Taste, du. Ja, passiert. Ich will heilen, ich fliege auf scheiß Chat. Ey, egal. Ich habe überlebt. Ich habe eh noch Ostereier. Was stimmt die? Alter, die habe ich gar nicht Deswegen habe gesammelt. ich auch ein bisschen F1 gefarmt, damit ich so ein paar Ostereier für später irgendwann habe. Ja, das Ding ist, sie sind auch jetzt, weil das Event vorbei ist, übertrieben teuer. Kann ich mir vorstellen. Weißt du, letztes Jahr habe ich damit ziemlich gut Asche gemacht. Jo. Los, Alter. Könnten wir nachher mal machen, dass wir so offscreen ein bisschen F1 farmen? Ja, das Problem ist, das Event ist schon vorbei. Was? Das Event ist doch schon vorbei. Ach, scheiße, ich dachte, das läuft noch. Okay. Leider nicht. Was? Oh, das Perseverance, Hauptsache. Ist das Ding so gut? Weiß ich nicht. Ich habe Denke nicht. Fortitude. Ich krieg plus 30 Stärke für zwei Stück. Ja, okay, aber dann noch Attack ja nicht.
Wobei meinst du, als Zweiteileffekt nochmal Movement Speed? Ich denke, meinst du das? Ich weiß es nicht. Movement Speed habe ich genug. Ja, okay. Ich bräuchte das eigentlich. Ja, Talk to ich könnte mal. Rugor, wo ist denn unser Rugor? Pinecone Hills. Ach, wieder das da. Hervorgegottet. Will die das haben? Oder. Achso. Ich weiß jetzt nicht, was da abging gerade. Ich verstehe es auch gerade auch nicht. So, wollen wir die kicken? Nein, 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 die wird ein bisschen lebensanderes hier sauer sein, das wäre nicht so super optimal. Okay. Ja gut, wir beenden hier erstmal die Folge und dödeln hier noch ein bisschen Ja. rum, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dann.